Gleich ob Kinder auf dem Rad mitbefördert werden oder ob sie selbst eines lenken. In jedem Fall stellen sich zahlreiche Rechtsfragen. Welche Altersgrenzen gelten? Wo muss der Kindersitz montiert sein? Etc. Ich bin Niki Autrit, ÖMDC-Jurist und gebe euch dazu heute einen Überblick. Ab 12 Jahren dürfen Kinder allein, also ohne Begleitperson, mit dem Rad fahren. Jüngere Kinder nur dann, wenn sie einen Fahrradausweis besitzen. Um die dafür notwendige Prüfung zu machen, müssen Kinder mindestens 10 Jahre alt sein, beziehungsweise 9, wenn sie schon die 4. Schulstufe besuchen. Ohne diesen Ausweis darf ein Kind nur in Begleitung einer mindestens 16 Jahre alten Person fahren. Achtung! Das Erreichen bestimmter Altersgrenzen entbindet Obsorgeberechtigte nicht von ihren Aufsichtspflichten. Diese richten sich nach dem Entwicklungsstand des Kindes, der konkreten Gefahrenlage etc. Ein Kinderfahrrad gilt rechtlich nicht als Fahrrad, sondern als Spielzeug, wenn es einen äußeren Felgendurchmesser von maximal 300 mm hat und nur eine Geschwindigkeit von maximal 5 km/h erreichen kann. Mit Kinderfahrrädern darf nur auf Flächen gespielt werden, auf denen man zu Fuß gehen darf, zum Beispiel auf Gehsteigen. Radfahrende, die auf dem Fahrrad Kinder mitführen, müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Ist das mitgeführte Kind jünger als 8 Jahre, ist dann der Größe entsprechender Kindersitz vorgeschrieben. Dieser Sitz muss mit dem Fahrradrahmen fest verbunden sein und sich hinter dem Sattel befinden. Pro Fahrrad darf nur ein Kindersitz verwendet werden. Die Beförderung von Kindern in der Transportkiste eines Lastenfahrrades ist nur dann erlaubt, wenn die Kiste laut Hersteller für den Transport von Kindern geeignet und mit einem Gurtsystem ausgerüstet ist, das von Kindern nicht leicht geöffnet werden kann. Die Transportkiste darf sich vor oder hinter dem Lenker befinden. Mit einem zum Personentransport zugelassenen Anhänger dürfen Kinder befördert werden, wenn die Vorgaben des Herstellers zur Personenzahl, Größe, dem Gewicht sowie die Ausrüstungsbestimmungen eingehalten werden. Ein solcher Anhänger muss zum Beispiel mit einer mindestens 1,5 Meter hohen, biegsamen Fahnenstange mit leuchtfarbenem Wimpel ausgestattet sein. Für Kinder bis zum Alter von 12 Jahren besteht in jedem Fall eine Helmpflicht, also unabhängig davon, ob sie selbst ein Rad lenken oder sie auf einem Rad bzw. einem Anhänger mitgenommen werden. Mehr Infos zu dem Thema findet ihr auf unserer Homepage. Darüber hinaus stehen euch die Juristinnen und Juristen der ÖAMDC-Rechtsberatung zur Verfügung. Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.